Hallo und herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie man ein ca. 90 Liter großes Becken aus Holz und Teichfolie bauen kann. Dieses Becken wird einen Überlauf haben und kann als Pflanzenfilde oder als kleiner Teich oder als Growbed in einer Aquaponics-Anlage oder als Deep Water Culture Becken in einer Hydrokulturanlage verwendet werden. Als erstes werde ich einen Rahmen bauen, der dann mit den Holzbrettern ausgekleidet wird. Und dann werde ich ein Loch in den Boden schneiden, in dem dann später der Flansch für den Überlauf platziert wird. Und anschließend werde ich das Becken mit Teichfolie auslegen und den Flansch verschrauben und verkleben. Der Rahmen ist jetzt fertig. Jetzt sieht man hier, dass es ganz einfach verschraubt ist mit einer Schraube hier. Und jetzt geht es weiter mit den Brettern innen. So, der Boden ist jetzt fertig. Hier habe ich zwei Schrauben pro Brett benutzt, da hier wahrscheinlich die Belastung am höchsten ist. Jetzt werde ich innen die Bretter anschrauben. So, nun habe ich die Bretter innen angeschraubt. Ich habe jeweils nur eine Schraube oben verwendet, da der Wasserdruck die Bretter nach außen drücken wird und so eine ausreichende Stabilität gegeben ist. Jetzt, da das Becken fertig ist, schneide ich den Überlauf in den Boden. Der Akkuschrauber war leider nicht stark genug, deswegen musste ich auf die Bohrmaschine upgraden. Das Ganze sieht nun so aus. Der Folienflansch passt wunderbar hinein. Und jetzt kann ich mit der Folie beginnen. Ich entferne nun zunächst den Halterring vom Flansch. Und lege den Flansch in das ausgesägte Loch. Nun beginne ich mit dem Einfassen der Teilfolie. Da sich die Teichfolie so gut wie gar nicht einpassen lässt, habe ich beschlossen, sie etwas zu erwärmen mit einem Heißlüfter. Going
Nun habe ich die Folie grob eingepasst. Jetzt werde ich den Flansch ausschneiden. Verwende ich heute Prosil. Verstreiche das Prosil mit dem Finger auf dem Flansch, um so eine gute Dichtfläche zwischen Folie und Flansch zu erhalten. Weiterhin trage ich das Prosil nun auch auf der Folie auf, um so den Gegenflansch zu befestigen. Ich trage das Prosil sicherheitshalber auch auf dem Ring auf. So sieht das Ganze dann fertig aus. Ich habe das Prosil noch großzügig am Rand verstrichen. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ebenso habe ich es innen verstrichen. Ich lasse das Ganze jetzt über Nacht trocknen, sodass ich dann morgen das Rohr einstecken kann und dieses nicht mehr festklebt. Nachdem die Dichtmasse getrocknet ist, habe ich ein 28 cm langes Rohr in den Ablauf gesteckt. Weiterhin habe ich unten an den Flansch einen 90-Grad-Bogen angebracht mit einem Rohr, das als Rücklauf in den Teich dient. Nun werde ich das Becken befüllen und die Folie einpassen. So sieht das Ganze dann befüllt aus. Man kann hier deutlich den Überlauf erkennen und wie hier das Wasser zurück in den Teich läuft. Im nächsten Teil werde ich dann zeigen, wie man eine Umrandung baut und wie man das Ganze als Pflanzenfilter oder als Growbed in einer Aquaponikanlage verwenden kann.